Hallo liebe Hungrige, mit diesem ganz speziellen Cheesecake startet die esslustige Halloween Week. Das heißt, von Montag bis Sonntag werden wir also gruselige, bunte, interessante, leckere Halloween-Rezepte erleben. Und wenn ich wir sage, meine ich nicht nur euch und mich, denn dieses Special ist eine Kooperation, bei der am Mittwoch Ron's Kitchen und am Donnerstag Kochen mit Chao eigene Rezepte präsentieren. Am Sonntag kommt dann auch noch Multikoch Joey dazu, doch zum Wochenende später. Von dieser Stelle aus ganz herzliche Grüße an die anderen Kanäle und wir hoffen, dass ihr mit unserer Halloween Week viel Spaß habt. Und heute beginnen wir also mit diesem auf Halloween zugeschnittenen Cheesecake. Wir brauchen dafür Mehl, Zucker, Vanillepuddingpulver, Eier, eine Prise Salz, Lebensmittelfarbe und da gibt es ja verschiedene Anbieter. Einen entsprechenden Link findet ihr in der Infobox dazu. Wir brauchen Butter, Milch und natürlich Quark. In eine Schüssel geben wir das Mehl, die kleingeschnittene Butter, ein Ei und Zucker. Die genauen Mengen findet ihr natürlich in der Infobox und verarbeiten dann alles mit den Knethaken des Rührgeräts zu einem Teig. Das dauert ein Weilchen und am Anfang ist er eher etwas krümelig, wird am Ende aber dann zu einem weichen Teig. Wir fetten eine Springform mit einem Durchmesser von 26 bis 28 cm ein, befüllen diese mit ca. 3 Viertel des Teigs und drücken diesen gleichmäßig als Boden an. Und achtet darauf, dass auch alles bis an den Rand verteilt wird. Danach geben wir die Form in den Backofen und zwar bei 180 Grad, Umluft 160 Grad für 10 Minuten zum Vorbacken. In der Zwischenzeit befassen wir uns mit der Füllung, geben dazu in eine Schüssel 3 Eier und schlagen diese mit den Schneebesen des Rührgeräts schaumig. Dazu geben wir nun den Quark, Zucker, die Milch, flüssige Butter und dann ein Päckchen des Puddingpulvers und dann auch noch das zweite. Und nun verrühren wir alles wieder mit den Schneebesen des Rührgeräts zu einer ziemlich flüssigen Füllung. Der Boden ist nun fertig vorgebacken und aus dem letzten Viertel des Teigs formen wir nun einen Kuchenrand. Wir verteilen den Teig also ringsherum und drücken ihn fest am Springformrand an. Versucht, das ein bisschen gleichmäßig hinzubekommen und formt den Rand ruhig bis fast an die Oberkante der Springform. Zum Schluss noch die Naht zwischen Rand und Boden andrücken. Es soll ja nichts von der Füllung hinauslaufen. Und dann die nun vorbereitete Form erstmal kurz zur Seite stellen, denn nun muss ja die Füllung noch eingefärbt werden. Und bei der Wahl der Farben habt ihr natürlich Spielraum. Ich verteile die Füllung auf 3 gleich große Mengen und das sind bei mir jeweils so ca. 650 ml. Gebe die Füllung in jeweils eine Schüssel und füge nun die Lebensmittelfarbe hinzu. Ich beginne mit Lila und rühre diese dann mit einem Schneebesen ein. Und was am Anfang noch ziemlich hell aussieht, ergibt am Ende dann doch einen relativ intensiven Farbton. Das Orange mische ich aus gelber und roter Lebensmittelfarbe zusammen, alles wieder gründlich miteinander verrühren und so entsteht auch hier ein intensiver Orangeton. Mit dem schwarzen Teil der Füllung verfahre ich dann natürlich ebenso. Jetzt greifen wir uns wieder die vorbereitete Form und beginnen mit dem Prozedere des Befüllens. Und hier ist ein bisschen Ausdauer und auch Aufmerksamkeit gefragt. Vor einer ganzen Weile haben wir hier ja schon mal einen Zebra-Cheesecake zubereitet und die Technik ist die gleiche. Abwechselnd immer jeweils einen Löffel der unterschiedlich gefärbten Füllungen auf die Mitte des Bodens geben. Die gefärbten Füllungen verteilen sich dann ganz von selbst, breiten sich zum Rand hin aus und ergeben am Ende eben dieses interessante Muster. Es macht ja auch Spaß, dieses Spiel der Farben mitzuverfolgen, doch wie gesagt, habt etwas Geduld, denn es dauert halt ein Weilchen, bis alles so Löffel für Löffel eingefüllt ist. Doch irgendwann ist es vollbracht und wir geben den Cheesecake in den Backofen. Beim Transport dahin seid etwas vorsichtig, nicht dass alles durcheinander geschüttelt wird. Nun wird der Cheesecake bei 180 Grad, Umluft 160 Grad in 50 Minuten fertig gebacken. Danach den Backofen abschalten, den Kuchen jedoch für weitere 10 Minuten darin lassen. Dann herausnehmen und abkühlen lassen. Ja, und dann darf er angeschnitten werden. Das Lila ist ziemlich auf der Strecke geblieben, ich weiß auch nicht warum. Ich finde, er sieht dennoch sehr interessant und Halloween-trächtig aus. Und nicht nur das, er schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Und nochmal der Hinweis, in anderen Farbkombinationen eignet sich dieser Cheesecake auch für ganz andere Anlässe. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung, guten Appetit und natürlich eine schaurig schöne Halloween-Party. Und falls ihr vorab schon mal einen Blick in Ron's Kitchen werfen oder Chao beim Kochen zuschauen möchtet, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Bye, bye.